Ich bin Weben. Ein Konferenzraum, ne? Oder so, was war das? Ich kann es nicht richtig sehen, liegt da was? Ich komme da aber nicht raus. Jetzt kann ich nichts drücken. Ah, das ist die Küche. Warte mal. Aber das heißt doch, dass jemand mich gesehen hat, oder? Das heißt doch, dass da unten einer war. Der hat gesagt, oh Gott. Ja, ja, das Blut. Ich kann ja jetzt doch mit ihm reden. Hey! Ich tu... Scheiße, der hat einen Generalschlüssel. Der verschließt ja alles hier. Das Ding auch haben, kann ich alles aufschließen. Ich dachte, ich könnte mit ihm reden, okay, gehen leider nicht. Ich versuche sehr gründlich in dem Spiel zu sein. Es könnte sein, dass es ein bisschen länger dauert, bis ich hier durch bin, wenn ich es überhaupt schaffe. Weil er speichert ja automatisch. Da ist noch mehr Blut. Da unten scheint die Eingangshalle zu sein. Und hier scheint jemand irgendwie diese Einrichtung einfach nicht zu mögen. Speichert. Okay. Library! Hey, Bücherei! Sagt dazu gar nichts. Der kann doch nicht mehr mal dazu hören. Was sagt er? Gar kein Kopf. Ist nur so ein Gefühl. Ich habe das Gefühl, in der Anstalt geht irgendwas vor sich, was Leichen. They killed us. They got out. The variants. You can't. Fight them! You have to hide. You can unlock the main doors from security control. Hey, ich helf dir, Kumpel. You have to get the fuck out of this terrible place. Puh, ich hoffe, ich habe nicht übersteuert, aber ich habe jetzt mit allem gerechnet, nur nicht, dass irgendwie eine Leiche von der Decke hängt. Ich habe eigentlich war so wenig Gruseliges im Moment bis jetzt gewesen, dass ich eigentlich schon wieder fast vergessen hatte, dass das ein Horrorspiel ist. Ich bin drin. Ja, und ich lebe noch. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Jetzt wird er lyrisch, erneuer. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann. Ja, der Arsch, ne? Er sagt, ich soll hier verschwinden und dann stirbt er. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Ja. Allerdings. Das macht mir hier gar nicht so viel Angst. Einfach nur, weil es rumsteht. Da die Batterie fast leer ist, versuche ich mal jetzt hier rauszugehen. Ist
Wo sind wir hin? Ganz sicher nicht, Freunde, ganz sicher nicht gehe ich in den dunklen Raum rein. Es ist wie, wäre ich in einem Horrorfilm und würde in den Keller gehen, ey. Hallo? Wo ist der hin? Little Pig. Ah, fuck it! Leck mich! Nein! Hau ab! Nee! Aua? And who are you, then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Neues Ziel, fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Ach, caramba. Blutige Fußspuren, die nicht von mir kommen. Ich versuche mal nicht durch die Blutlachen zu laufen. Jetzt ist natürlich die Frage, hätte ich da oben in den einen Raum noch gekonnt, beziehungsweise hätte ich da vielleicht noch irgendwie was mitnehmen können. Ich meine, ich habe ja in dem einen Raum auch die Batterie gefunden. Vielleicht sollte ich tatsächlich vorher in alle Räume gehen, bevor ich irgendwo mich durchdingsen möchte. Wieso sind die alle kopflos? Ich meine, ich kann schon verstehen, dass man vielleicht Menschen irgendwie bestialisch umbringen möchte oder sonst irgendwie was, aber... Oder beziehungsweise es halt tut. Aber warum schneidet man ihnen die Köpfe ab? Warum... Ist da schon wieder so ein dunkler Gang? Oder? Guck mal, ich meine, die haben alle keine Köpfe mehr. Und warum nimmt immer jemand immer dieses Telefon ab und legt es daneben? Niemand dieses Tüt nervös. Und warum, bitteschön, hat der noch einen Kopf? Hallo, stehst du gleich auf? Bitte tu's nicht. Hat der keine Augen mehr oder warum sind die schwarz? Bitte steh nicht auf. Dokumente. Ja, erstmal was lesen. So, kann ich erstmal wieder chillen ein bisschen. Vollziehungsbefehl. Murkoff Korb Abteilung Vereinigte Staaten Vollziehungsbefehl Fall Nummer 29478. Ne, 4758104. Betreffend den Zugriff auf Psychiatric Central Mount Massive Murkoff Psychiatric Systems Mount Massive Wilderness Area Country Road 112. Beide staatliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seit... Ich muss darüber immer noch lachen, dass ich mich vorhin so mega erschreckt habe. Es ist einfach total eigentlich lächerlich. Ich muss mir das naja echt selber anschauen. Okay. Beide staatliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Heartland Security MHS geliefert, die Grund zu folgender Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstaatliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corp. Oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Das da auch, ne? Ja, war scheiße. Kann ich nicht auflegen? Wenn ich ein Freizeichen habe, und das ist doch ein Freizeichen, warum bitte kann ich keine Hilfe rufen? Ich kann es verstehen, dass er jetzt kein Handy empfangen hat, aber bitte, die Leitung scheint doch nicht tot zu sein. Oder? Ist das das? Das ist doch das Freizeichen, ne? Das ist nicht das Zeichen für Leitung ist tot, apropos tot.
Informationstafeln. Ich gehe nicht in den Keller. Security Room. Ich hätte einen Panic Room, jetzt bräuchte ich eher. Erster Stock sind wir übrigens, okay. Electric Room. Wieso muss ich denn... Ich muss in den Electric Room, oder? Library, ja, da war ich schon. Recreation Hall, Cafeteria. Oh. Und Chapel, also die... die Kirche. Er hat einen Kopf. Ich traue niemandem, der einen Kopf hat. Niemandem! Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Soll ich jetzt wirklich da runter? Ich will nicht. Das Nachtsicht-Scheiß-Ding ist echt scheiße. Ich sehe so wenig. Und die Leute haben ja alle noch zu viele Köpfe. Warum köpft man die Leute in der Eingangshalle bis auf den Polizisten? Und warum, bitteschön, köpft man die hier drinnen dann nicht? Okay. Ein heller Raum. Ich habe vor allem gerade Angst. Weißt du, wenn das, weil dieses Nachtsicht macht mich... Warum atmest du schwer? Bist du deppert? Dokument. Lesen! So. Bin mal gespannt jetzt. Hoffentlich speichert er auch bald. Projekt Wallrider, Krankenbericht von Chris Walker. Murkoff Psychiatric Systems, Projekt Wallrider, Mount Massive CO, Fall Nummer 136, Patienteninitialien CLW, ja, W. Walker, Datum 28.05.2013, erste Patientenbefragung war am 28.01.2011, Alter des Patienten 32, Geschlecht männlich, behandelnder Arzt Dr. Rudolf Wernicke, Anmerkung Dr. Walsh. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen risikobehaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmt mit gemeldeten Träumen des Patienten. Genauso wie bei dem anderen Typen ungefähr, ne? Anmerkungen. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Ich frage mich ja gerade, wer der Typ war, der uns da runter durchgeworfen hat. Vielleicht war das ja Walker? Ich meine, irgendwie, vielleicht, also das wird ja wohl einer von den Insassen gewesen sein, ne? Es könnte so gewesen sein. Oder der ist schon tot. Extensive Dermaleruptionen ebenso übereinstimmen mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Ja, achtet mal darauf, dass er sich nicht noch irgendwie eine Hand abschneidet. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Ach, das ist ja ärgerlich, nicht? Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen.
Was mache ich denn jetzt? Ich meine, ich kann sterben. Andererseits weiß ich, von wo die Gefahr herkommt. Wenn wir jetzt sterben, sterben wir halt. Wir wissen ja, dass uns da nichts Schlimmes passiert. Vielleicht kann ich ja mit ihm reden. Hey! Voldemort? Bist du es? Was hast du mit Harry gemacht? Mann, du Arschloch, spring mich doch an! Ich will nicht an dir vorbeigehen! Und dich im Rücken haben. Oh! Fernsehen, was läuft? Morgen, hallo? Guten Tag. Okay, der hat noch eine Nase. Geht die Uhr an dich in echt? Nee, ne? Bitteschön, warum singt hier eine Frau? Hey Leute, hey. Wenn so die Ghule in Fallout 4 aussehen, oder nur die Julia? Ja, ist ja gut. Mich stört es. Mich stört es gar nicht, dass ich vor dem Fernseher stehe. Nein, ich sag ja immer, Ameisenkrieg ist schon ein spannendes TV-Buch, ne? Genauso spannend wie das Anschauen der Waschmaschine. Hört das auch mal wieder auf? Kann ich eigentlich selber speichern? Speichern und beenden, okay. Dann würde ich nämlich sagen, neben meinem Kumpel hier, werde ich diese Folge jetzt beenden. Hoffe, dass dann auch alles so... dass auch alles drauf ist. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge von Outlast. Ich gucke jetzt nämlich gerade nochmal um. Hier ist wirklich nichts. Und fangen wir... Das war ich selber. Fangen wir gleich mit dem Blick auf ihn an. Oder sonst irgendwie was auf die Halle vielleicht. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einer neuen Folge von Outlast. Ich habe die ersten 40 Minuten dieses Spiels überlebt. Eher nicht, aber das war, wenn man weiß, was, auf was man sich einlässt und vielleicht, wenn man auch ungefähr dann weiß, auf was das Spiel hinauszielt. Und dass öfters anscheinend solche Scum ist... Fertig, kann ich mir. Durch solche Jumpscares kommen, dann werde ich auch nicht darauf vorbereitet sein, weil sie ja Jump heißen. Aber dann kann man wenigstens wissen, dass man wenigstens wegen sich sowas erschreckt. Oder halt, wenn man halt nicht hinguckt und dann kommt sowas wie durch die Ecke da zwängen und dann wird man einfach gepackt und durchs Fenster geschlagen und landet auf dem Boden. Und da war auch ein netter Herr, der uns geholfen hat. Er hat uns zum Glück nicht unsere Kamera weggenommen. Wir müssen auch bald neue Batterien einsetzen. Wir haben nämlich nicht mehr viel. Wir haben 3 von 10 oder was? Oder wir haben 3 Balken von 10. Ich möchte jetzt nicht zu sehr. Aber ganz ehrlich, was ist denn eine scheiß Kamera? Wir haben gerade mal 2 Minuten aufgenommen, weißt du? Und wir sind Akku schon leer. Und wir sehen uns dann hoffentlich... Ich hoffe, er speichert jetzt auch wirklich da, wenn das steht, speichern und beenden. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einer neuen Folge von Outlast. Hoffe, es ist alles drauf. Alles ist in der richtigen Lautstärke. Ich habe nicht übersteuert in dem Moment. Und die Lautstärke zwischen Spiel und mir passt alles. Wenn nicht, dann bitte ich das zu entschuldigen. Da kann ich nicht mehr viel nachregeln, weil das Programm beides gleichzeitig, beziehungsweise alles 3 auf einem Webcam-Spiel und Mikrofon. Und, so habe ich das halt eingestellt, damit das Webcam-Bild mit dem Mikrofon übereinstimmt. Und ich hoffe, das stimmt auch alles. Wenn nicht, dann nicht. Dann mache ich das vielleicht das nächste Mal besser und vielleicht erschrecke ich mich nächstes Mal auch nicht so. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss.